Aber ich darf nicht lachen, das tut so weh. Aber ich wollte eigentlich einen Tischkicker mit ihnen basteln, aber Thema Gleichberechtigung fängt ja bei der Sprache an. Wir basteln eine Tischkickerin. Ja, das ist gut. Ist eigentlich oder genau eine Tischkicker. Tischkickerin. Ja, genau. Okay. Das muss man aber Tischkickerin sprechen. Tischkickerin. Weil das ein Gender Gap ist. Das ist ah, mit dem Sternchen? Genau. Ist das immer. Ja, ist die Distanz zwischen den Geschlechtern. Sie haben vier Söhne, oder? Ja. Wie ja, passt ja, das zu ja, diesem ja, Frauenquoten-Credo bei den Grünen? Tja. Oder welche zwei der Söhne mussten als Töchter hinhalten? Die Frauenquote kommt jetzt so hinterher. Langsam. Was? Haben Sie nochmal Stäbe? Töchter oder was? Nein, aber die Söhne bringen Frauen mit. Junge Frauen mit. Wir machen dann hier einen kleinen so Stäbe rein, wo Spieler drankommen. Und dann können wir am Schluss noch einen kleinen Match gegeneinander spielen. Das ist quasi dann am Ende eine Playstation ohne Strom. Die Grüne distanziert sich ja extrem von Nationalismus. Wäre es dann nicht gut, wenn Deutschland einfach sich blamieren würde bei der WM, dass es noch einen Grund weniger gibt? Kick, tisch, kick, tisch, tisch, tisch.